Stadtautobahn. Wir sind vorhin immer dran vorbeigefahren an der A100. Die soll vom Dreieck Neukölln hierher zur Straße am Treptower Park genau über dem Standort hier gebaut werden, wo wir hier stehen. 3,2 Kilometer für 444 Millionen Euro, die teuerste Autobahn. Man kann auch sagen, jeder Meter soll 140.000 Euro kosten, und man es mal umrechnet, teurer als der Transrapid in München. Die Planung ist unzeitgemäß, stadtzerstörerisch und löst keine Verkehrsprobleme, sondern schafft noch weitere. Im vorigen Jahr sind von den 350 Kleingärten, die hiervon betroffen sind, etwas über 300 im Neuköllner Bereich der Trasse schon geräumt worden, mit entsprechenden Folgen, Vandalismusschäden hoch 3, und der Steuerzahler muss für die vorzeitige Sicherung dieser Flächen aufkommen. Hier stehen wir genau an der Stelle, wo die vier letzten Gründerzeit Häuser oder Grundstücke abgerissen werden sollen für die Autobahn, sind insgesamt 250 Wohnungen, die hier von betroffen sind. Dann gibt es noch Gewerbeflächen, die weg müssen und zum Teil auch schon geräumt wurden. Schon seit Jahren ist die Senatsverwaltung da eifrig dabei, Ersatz für die Betroffenen zu schaffen oder die Genehmigung nur zeitweise zu erteilen. Und dann natürlich ist es auch ein erheblicher Eingriff in die Natur, auch wenn wir hier mitten in der Stadt sind, werden wenigstens 650 Bäume gefällt, unter anderem hier ein Stück weiter die Platanen, da kommen wir noch dazu, die gehören eigentlich zum Treptower Park, zum Gartenbaudenkmal, aber auch die werden gefällt. Als vor 2 Jahren die Tour hier vorbeikam, war das Planfeststellungsverfahren im Gange, die Auslegung der Pläne war gelaufen, und die SPD hatte, welch Wunder, beschlossen, gegen die Autobahnverlängerung zu sein, wobei eben die, der Senat hier aus SPD und Linker die Autobahn eifrig weiterplante. Dann im Herbst 2009 lief die Erörterung, also die mündliche Verhandlung sozusagen im Planfeststellungsverfahren. Wir haben in 9 Tagen unsere Argumente vorgebracht und des Öfteren den Vorhabenträger in Bedrängnis bringen können. Aber nun gut, das gehört auch dazu. Dann hat Anfang 2010 die Linke auch beschlossen, gegen die Autobahn zu sein. Und im Mai 2010 hat sich die SPD anders überlegt. Die Führung hat so lange Druck gemacht, sagen wir mal, dass mit einer knappen Mehrheit trotz der Vertrauensfrage des regierenden Bürgermeisters sind 8 Stimmen mehr gewesen, die sich dann doch für die Verlängerung der Autobahn ausgesprochen haben. Daraufhin gab es Verhandlungen zwischen Rot-Rot hier, und dabei kam der Kompromiss raus, dass die A100 weiter geplant wird, aber nicht gebaut unter dem aktuellen Senat. Das soll dann, in Berlin sind am 18. September Wahlen, der neue Senat soll die endgültige Entscheidung dazu treffen. Allerdings durch den Planfeststellungsbeschluss, der Anfang dieses Jahres ergangen ist, mussten die potenziellen Kläger, also Eigentümer und dergleichen, gegen den Planfeststellungsbeschluss klagen. Also unter anderem der BUND und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg klagen gegen den Beschluss, und noch weitere Eigentümer, unter anderem die Neuköllner Wohnungsbaugenossenschaft, denen hier 2 Häuser gehören. Ein Teil der Klagegemeinschaft hat einen Eilantrag gestellt, um die vorzeitige die sofortige Vollziehbarkeit des Baus aufzuhalten, und ist nicht die Regel, des Bundesverwaltungsgericht hat dem Eilantrag stattgegeben, und die Autobahn darf bis zum Ende des Hauptverfahrens nicht gebaut werden, und das wird sicherlich nicht vor 2012 sein. Also haben wir zumindest einen kleinen Etappensieg
von Bauverzögerung wenigstens von 2 Jahren geschafft. Aber ist ja eben noch lange nicht die Sache gewonnen, wie bei der Westtangente. Und dann kommt es natürlich auf die Wahl drauf an, ob eine Konstellation zustande kommt, Rot-Grün, oder vor ein paar Monaten sah es ja noch nach Grün-Rot aus. Im Moment sind die Umfragen leider nicht so danach. Wir sind eigentlich guter Dinge, dass diese Autobahn dann politisch verhindert wird. Wird denn wieder erwarten, nicht so kommen, dann muss eben das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Und wir sind zuversichtlich, dass der Bau verhindert wird. Mit den Mitteln, die ja zur Verfügung stehen, baut man Dinge, die kein Kinderherz begehren. Und statt mehr Platz für unsere Kinder, wird uns bestenfalls ein neues Teil für Gaucho alle scheren. Doch kleine Kinder brauchen keine Autobahnen. Kleine Kinder brauchen Platz zum Spielen. Kleine Kinder wollen atmen, kleine Kinder wollen leben. Darum sollen wir den Kindern noch mehr Platz zum Leben geben. Eltern zittern, wenn die Kinder Fahrrad fahren. Auf den Straßen herrschen Chaos und Gefahr. Und nur ungern wird es offen zugegeben, wie viele Kinder durch die Autos sterben, Jahr für Jahr. Wird ein neues Teilstück Autobahn eröffnet, ringelsloh gibt's manche große Rede. Doch noch keiner dieser Herren hat sich jemals stark gemacht für den Ausbau sichtbar. Kleine Kinder brauchen keine Autobahnen. Kleine Kinder brauchen Platz zum Spielen. Kleine Kinder wollen atmen, kleine Kinder wollen leben. Darum sollten wir den Kindern noch mehr Platz zum Leben geben. Ich habe eine ganz interessante neue Lebensform entdeckt. Und habt ihr auch eine mitgebracht? Nein, lasst mich mal kurz. Da bin ich ja gespannt, ob ich meine Tasche greife. Die neue Lebensform, die ich entdeckt habe. So schaut sie aus. Was, das ist die Lebensform? Ja. Toll, interessant. Die hat ja sogar 2 runde Augen. Ja, genau. Die Jüngeren haben sogar so Schlitzaugen. Merkwürdig. Und runde Beine. Runde Beine. Und 4 Stück sogar. Ja. Aber hinten, guck mal, hinten ist ein Loch, da stinkt's. Ja. Ich meine. Das sind die Verdauungsgase. Aha. Die werden nämlich mit so einer Flüssigkeit gefüttert. Und die stinkt, was vorne raus ja, ja, ja. Gott stinkt. Ganz schlimme Verdauungsgase. Die drohen sogar diesen wunderschönen blauen Planeten immer grauer zu machen. Und das Klima zu verändern und alles. Es wäre schade. Wäre schade drum. Ja. Aber sag mal, wenn ich hier so reinschaue, da bewegt sich was. Ja. Sind das Parasiten? Parasiten? Hier drin? Da drinnen? Ja. Nein. Nach meinen Forschungen dürfte es sich eher um so etwas wie Sklaven handeln. Ach so. Ja. Das haben wir ja schon lange abgeschafft. Ja, naja, hat man noch nie zum Glück, ne? Das gibt es noch. Ich will euch mal kurz, um das zu zeigen, ja, was die so tun, einen Holofilm zeigen. Den habe ich. Ich zeige es euch. Schaut her. Hier, das ist, also in diesem Bereich habe ich es gedacht. Ich habe gelesen, das ist eine Stadt, die heißt, Moment, hier muss erstmal eine Lebensform sich kurz fortbewegen. Das ist ja so eine Lebensform. Ja, genau. Ja. Und die stinkt. Ist das nämlich hier, seht, diese Stadt, Berlin. Dort habe ich diesen Holofilm gedreht. Holofilm ab! Was schaut machen hier. Die denn? Ja, schaut hier. Hier zum Beispiel er. Ne? Er füttert diese Autos. Aha. Naja, und sie, ganz klar, ne? Sie putzt, die müssen nämlich ständig geputzt werden, sonst schauen die nicht so aus wie dir. An diesem Ding? Oh, er auch, jawohl. Moment, er, genau, was war mit ihm? Ach ja, das stimmt, sowas wie ein Arzt. Er schraubt gerade neue runde Beine an. Und was machen die? Ja,
wisst ihr, das ist ja alles noch viel schrecklicher. Noch schrecklicher. Ja, ja. Nicht nur, dass die, es gibt auch noch Sklaven, die arbeiten nicht direkt an ihren Sklavenhaltern, sondern die müssen Rollbahnen schaffen für ihre Sklaven. Rollbahnen? Halter, für ihre Sklavenhalter, genau. Ja, die Rollbahnen werden kreuz und quer über den ganzen Planeten gezogen. Ganz viel gibt es schon. Ja, ja, ganz viel ist schon zu asphaltiert. Und manchmal müssen da sogar, schaut her, Sie, ne? Er, die müssen sogar dann ganze Häuser abreißen dafür. Was? Ja, ja. Wohnhöhlen der Sklaven müssen die Sklaven selbst abreißen. Ja, ja. Selber? Ja, und lassen genau. Die sich das gefallen? Also, Moment, ich will mal den Holofilm kurz stoppen. Ja, zeig mal. Funktioniert nicht. Aber schau den gut an. Ich habe da nämlich etwas entdeckt. Pass auf, pass auf. Holofilm, ab. Schaut her. Na, das sieht ja ganz anders aus. Schaut her, ja. Hier, die Sklaven. Was ja. machen die denn? Die haben sich befreit. Die steigen nicht mehr da ein. Ach. Nein, die steigen in eiserne Schlangen. Die gehen spazieren. Das sieht ja, ganz toll aus. Die fahren mit Rädern an den Füßen. Was macht der? Der hat so ein komisches Drahtgestell. Damit fährt er ein bisschen schneller als die anderen. Das ist doch ganz interessant. Das ist doch ganz... Und sie, das ist doch hoffnungsvoll. Ja, und was machen die jetzt hier? Ja, also... Habe ich auch lange studiert. Das glaube ich. Aber ich bin drauf gekommen, das war nicht einfach herauszufinden. Ja, du bist da. Man nennt es. Entdecker? Ja, natürlich. Man nennt es eine Sitzblockade. Sie demonstrieren dagegen, dass ihr ganzer Planet zerstört wird, dass ihre Wohnhöhlen zerstört werden, dass Bäume gefällt werden. Genau. Also, ist das nicht hoffnungsvoll? Ja, was meint ihr? Ja! Keine Autobahn, lasst uns lieber Fahrrad fahren. Ihr verpestet uns die Luft und das ist gar nicht schön. Lasst doch lieber mal das Auto stehen. Keine Autobahn. Lass doch lieber mal das Auto